Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zurück begrüßen. Toll, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer letzten Runde dieses IMK-Forums zur Podiumsdiskussion. Ein Teil, diejenigen, die schon länger dabei sind, das hoffe ich, sind die meisten von Ihnen, haben die meisten hier auf dem Podium tatsächlich ja schon gehört, auch etwas ausführlicher. Ich stelle Sie trotzdem noch mal ganz kurz vor. Da ist der Professor Sebastian Dulin, der Direktor vom IMK. Dann haben wir an seiner Seite Lisa Badum, die Sprecherin für Klimapolitik von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die ist jetzt neu mit dabei. Dann haben wir in der Mitte, Sie haben ihn zum Teil schon gehört, Herrn Fischedick, den Vizepräsidenten vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Dann haben wir eins weiter, Frau Kaiser-Borgnes von der Stiftung Arbeit, und Umwelt der IGBCE. Die Ministerin hatte ja vorhin schon auf das Buch verwiesen, was sie geschrieben hat. Da hören wir gleich hoffentlich noch ein bisschen mehr. Und ganz außen haben Sie Andreas Burger vom Umweltbundesamt, der Leiter des Referats Wirtschaft und sozialwissenschaftliche Umweltfragen. Also fünf sehr berufene Menschen, denen ich jetzt Fragen stellen kann, denen Sie auch wieder Fragen stellen können als Co-Moderatorin. Ich freue mich, wenn Sie mir kurze Texte oder kurze Fragen hier reindiktieren. Die ersten zwei habe ich auch schon. Ich werde jetzt aber trotzdem mich erst noch mal dem Sebastian Dulin zuwenden und ihn fragen, was er in diesem doch bisher interessanten Tag am allerinteressantesten fand. Sebastian Dulin. Ja, ich glaube, vier Punkte fand ich sehr spannend und würde ich gerne nochmal unterstreichen. Der erste Punkt ist, wir reden immer sehr viel über Herausforderungen durch die Klimawende, aber wir haben heute auch gehört, dass die Klimawende eine Chance auch für die deutsche Industrie sein kann. Wenn es der Industrie gelingt, eben in Schlüsseltechnologien der Dekarbonisierung Vorreiter zu werden, dann kann sie dort ihre Exportpositionen auf den Weltmärkten behaupten und ausbauen potenziell und damit den Wohlstand für die Zukunft sichern. Da hängt allerdings dran, und das ist das Zweite, was ich mitgenommen habe von diesen interessanten Vorträgen und der Diskussion heute, dass das kompliziert ist. Wir brauchen mehr als ein Instrument, also einfach nur einen CO2-Preis irgendwie zu setzen, wird nicht reichen, sondern wir brauchen einen Policy-Mix oder Instrumenten-Mix, das haben wir mehrfach gehört, also wir brauchen natürlich den CO2-Preis, das ist keine Frage, aber wir müssen ihn mit kluger Industriepolitik, mit einem Grenzausgleich für den CO2-Preis verbinden und mit Instrumenten für den sozialen Ausgleich. Das nächste, was ich mitgenommen habe, ist, dass es tatsächlich ein Umdenken gegeben hat in den letzten Jahren. Und wir haben eine Reihe von Beispielen von Unternehmen gehört, die jetzt umdenken, aber auch in der Politik hat, glaube ich, ein Umdenken eingesetzt. Und das hängt zusammen. Die Unternehmen denken jetzt um, weil sie sehen, dass die Politik ernst meint mit den Klimazielen. Und darum gibt es jetzt Unternehmen, die eben auch von sich aus Druck machen, dass Dinge wie die Wasserstoffinfrastruktur bereitgestellt wird. Und das sind wiederum die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Klimawende, Dekarbonisierung der deutschen Industrie. Das kann einen optimistisch stimmen. Wir reden immer davon, es ist eigentlich nicht so viel passiert und wir haben gesagt, naja, Konjunkturpaket ist ja relativ viel Geld in Dinge geflossen, die nicht grün sind. Die befristete Umsatzsteuersenkung, der Kinderbonus, das ist alles nicht grün, aber das Zukunftspaket hat eben auch grüne Elemente und wenn man es dann noch dazu nimmt, dass wir auch das Klimapaket haben, dann ist da jetzt schon etwas passiert. Es ist bei weitem nicht genug, aber ein Einstieg ist gemacht. Und was eben auch bei diesem Klimapaket, bei dem Konjunkturpaket deutlich geworden ist, ist, dass wenn die Politik etwas möchte, dann sind die Spielräume viel größer, als man das früher gesagt hat. Die deutsche Regierung, Bund und Länder haben je nach Rechenart 300 bis 400 Milliarden € in die Hand genommen, um die Corona-Krise abzuwenden. Der Schuldenstand ist gestiegen. Aber das ist alles derzeit kein großes Problem. Wo ist eigentlich jetzt das Hindernis, auch 300 oder 400 Milliarden € in den nächsten Jahren in die Hand zu nehmen, um auch die Klimaherausforderungen anzugehen? Auch das habe ich heute mitgenommen. Das Letzte, was ich mitgenommen habe, ist, dass dabei allerdings der soziale Ausgleich nicht auf der Strecke bleiben darf und dass das alles andere als trivial ist, wie man den richtig organisiert, dass man eben hinbekommt, dass diese Klimawende nicht auf dem Rücken der Ärmeren und Schwächeren der Gesellschaft ausgetragen wird. Das sind schon eine Menge Punkte, über die wir wahrscheinlich im Einzelnen diskutieren können. Ich würde gerne damit anfangen, dass ich gleich eine und die erste Frage mit reinnehme und die an Sie richte, Frau Badum. Sie repräsentieren ja jetzt hier
als oder Sie sind die Repräsentantin der politischen Ebene. Die Frage, die uns gestellt worden ist von einem der Zuhörerinnen oder Zuhörer, ist die nach der Akzeptanz, nach der politischen Akzeptanz. Wir haben vorhin einen längeren Vortrag gehört über die CO2-Steuer und die Ausgestaltung der CO2-Bepreisung, die sozial nicht gerecht ist. Und da stellte sich immer wieder im Laufe des Nachmittages die Frage, naja, wenn die Belastungen durch Umwelt, durch Umweltbepreisungen zunehmen und das sozial nicht gerecht ausgestaltet wird, dann kann die Akzeptanz relativ schnell kippen. Wie sehr ist das ein Thema für Sie? Man sagt jetzt, die Grünen haben tendenziell Mittelschicht als Klientel, da spielt das nicht so eine Rolle. Aber ist das was, was Sie hören, dass die Leute sagen, naja, irgendwann wird es nicht mehr akzeptiert? Also wir haben ja ganz stark zugewonnen, auch bei den Arbeiterinnen und Arbeitern, auch bei den Arbeitslosen bei den letzten Wahlen. Von daher finde ich, das stimmt jetzt nicht mehr so ganz. Für uns ist es ein Riesenthema, weil alle müssen gleichermaßen beitragen zum Klimaschutz. Und es soll nicht so sein, dass einseitig die Menschen zahlen, die geringes Einkommen haben. Und wir hätten jetzt die Möglichkeit, den CO2-Preis ja schon zu verbessern bei diesem Thema des sogenannten Vermieterinnen-Mieterinnen-Dilemmas, dass einfach sich die Frage stellt, wer soll den CO2-Preis zahlen? Und wir Grüne sagen, die ökologische Lenkungswirkung, die soll ja zum Vermieter gehen, weil nur er kann die Heizungs- oder sie kann die Heizungsanlage austauschen Richtung erneuerbar. Also schlagen wir vor, dass der Vermieter, Vermieterin komplett diesen CO2-Preis übernehmen soll. Beispielsweise. Ein anderes wichtiges Thema, da kommen wir vielleicht ja heute noch ausführlich dazu. Sagen Sie ist, noch mal, in der Koalition ist es umstritten, wenn ich richtig informiert bin. In der Koalition ist es umstritten. Nicht. Es war ja, das Klimakabinett hat ja auch gestern getagt und wir hätten uns gewünscht, dass man Richtung nächstes Jahr sagt, CO2-Preis beginnt und wir haben auch eine sozial gerechte Lösung für die Mieterinnen. Aber das ist nicht der Fall, deswegen dringen wir da weiter drauf. Und ein anderer Punkt ist eben, wie beteiligt sich die Industrie? Weil auch das ist für uns, Sie haben es angesprochen, politische Ebene, schwierig vermittelbar zu sagen, okay, die Privatverbraucherin, der Privatverbraucher zahlt, aber die Konzerne sind letztendlich alle ausgenommen im Bereich Verkehr und Wärme. Es geht natürlich nicht. Auch da wäre es toll, wir haben den gerechten Beitrag und damit auch eine größere ökologische Lenkungswirkung. Wobei aus der Wirtschaft, in der Sie ja durchaus auch Ihre Ohren haben, wir hier heute diskutiert haben, das Gefühl, dass da was im Gange ist, dass Unternehmen schon sagen, wir sind auch bereit, größere Belastungen zu übernehmen, wenn das planbar ist. Ist das was Sie auch hören? Auf jeden Fall, Planbarkeit ist ein Riesenthema und wenn wir jetzt mal das Beispiel Autobranche nehmen, ich komme aus einer Autoregion, mein Wahlkreis sind ein Viertel der Arbeitsplätze in der Autozulieferindustrie und da ist es auch eine Frage, wo entwickelt sich unsere Region hin? Also wir brauchen einfach langfristige Vorgaben von der Politik, also in dem Fall hoffe ich auch da selber mitwirken zu können, um zu wissen, wo sollen die Zulieferer sich hin entwickeln und wie können wir überhaupt noch Teil der Autowertschöpfungskette sein. Und in anderen Industriebereichen stellt sich das ja auch. Von daher würde ich sagen, was alle Bereiche gemeinsam haben, ob wir jetzt Auto nehmen oder Stahl oder Chemie oder Zement, brauchen alle diesen Planungshorizont. Und der ist noch nicht gegeben, meiner Ansicht nach. Die Politik hat sich noch nicht klar entschieden, wo sie hin will. Da würde ich Herrn Dolin auch ein bisschen widersprechen. Wir haben die Klimaziele, aber diese Entscheidung, dass man jetzt vorangehen will und die Chancen der grünen Technologien sehen will, die hätte man ja im Konjunkturpaket auch schon ergreifen können. Und das ist ja noch nicht vollumfänglich passiert. Und deswegen denke ich, die Industrie wartet noch auf diese Entscheidung. Erzählen Sie uns noch mal ganz konkret aus der Autozulieferindustrie, an der Sie Ihr Ohr haben. Die Ministerin hat heute im Laufe des Nachmittags gesagt, naja, sie wird sich auch wünschen, dass der Teil des Konjunkturprogramms, der zur Umgestaltung der Automobilzulieferer, zur Weiterbildung, zur vielleicht Neuorientierung von Unternehmen führt, dass der schneller ausgezahlt wird. Das sei noch nicht so dolle. Was hören Sie da? Ich höre genau dasselbe, also wie die Ministerin, da kann ich ihr absolut zustimmen. Im Juni ist es verkündet worden, ein Bonusprogramm für Zulieferer und wir haben bis heute nichts gesehen. Also in meiner Region ist nichts angekommen. Herr Altmaier hat viel versprochen und zum einen für die Unternehmen ist nichts angekommen und zum anderen die Leute, die jetzt in der Kurzarbeit waren, hätte man ja hervorragend die Zeit auch nutzen können zur Umqualifizierung, gerade Richtung Elektronik. Wir wissen natürlich nicht 100%, was passiert, aber dass es von der Mechanik mehr zur Elektronik geht, ist ja relativ klar. Und da hätte ich mir gewünscht, man koppelt beispielsweise das Kurzarbeitergeld auch an Qualifizierung. Und da hat Frau Schulze absolut recht. Und was die Unternehmenshilfen angeht, die gerade die kleinen und mittleren Unternehmen wissen noch nicht, wie müssen sich bewerben, damit sie dieses Geld bekommen, profitieren auch ganz große Zulieferer, die es vielleicht gar nicht nötig haben. Wie entgehe ich dieser Bürokratie des typischen Förderprogramms? Weil es muss ja schnell gehen und sie müssen schnell neue Produkte entwickeln. Wenn ich jetzt Kolben herstelle, ist es wahrscheinlich kein Zukunftsmodell für mich als Zulieferer.
Frau Bocknes, da würde ich Sie gleich gerne zu Ihrer Einschätzung fragen. Teilen Sie das, was Sie gerade gehört haben? Haben auch Sie das Gefühl, da sind viele eigentlich bereit, sich zu verändern und dieses große Wort sozial-ökologische Transformation durchaus ganz klar für sich zu konkretisieren? Aber es fehlt noch sowohl an den richtigen Rahmenbedingungen von der Politik als auch an dem Geld, weil es die Unternehmen nicht alleine schultern können? Ich teile das auf jeden Fall, die Einschätzung, teilen wir absolut. Also das ist ja auch, was die Unternehmen sagen, dass klar, wir wollen auch in eine treibhausgasneutrale Zukunft da sein, dabei sein, wettbewerbsfähig bleiben, also auf dem internationalen Markt auch bleiben. Und jetzt, wenn die USA und China sich auf den Weg machen, dann ist ja auch ganz klar, dass große Teile der internationalen Märkte werden einfach auf treibhausgasneutrale Technologien setzen. Und da werden Unternehmen, die zu langsam sind, werden sich nicht behaupten können mittelfristig. Mhm. Also das ist ganz klar und schwierig ist ja, dass diese Henne-Ei-Problematik, dass es die Umstellung auf treibhausgasneutrale Technologien, Produktionsverfahren enorm kostenintensiv ist, sowohl auf der CAPEX, also der Investitionsseite, als auch was die laufenden Kosten angeht, der OPEX-Seite. Und hier gibt es einfach bislang keine richtig gute Konzepte, die umgesetzt worden ist. Also es wird jetzt angefangen zu diskutiert, was man da machen kann. Carbon Contracts for Difference, da haben wir heute schon ein paar Mechanismen gehört, wie die aussehen können. Aber die sind nicht umgesetzt worden. Die sind auch nicht so wirklich in der Detail konzeptualisiert worden. Also man kann nicht so richtig sehen, wie soll es dann richtig funktionieren und für welchen Unternehmen. Und ich glaube, diese Unsicherheit, was den Mechanismen angeht, das führt ja auch dazu, dass die Unternehmen immer noch sagen, naja gut, alle sind dabei, alle wollen diesen Wurf in die Zukunft machen, aber die Planungssicherheit ist nicht da. Also sollen wir hier in Europa, in Deutschland investieren oder nicht? Gibt es hier auch in 5, 10 und 15 Jahren an Markt für uns, damit wir auch wettbewerbsfähig bleiben können. Das ist noch nicht gegeben. Und ich glaube, diese Sicherheit den Unternehmen zu geben, dann würde man auch viel anreizen. Also dann würde man auch da viel Investitionen auslösen. Aber noch steht man vor so einer Art Henne-Ei-Problematik, die Politik die Verantwortung hat, aufzulösen. Das heißt, das Problem ist tatsächlich ein zweiseitiges. Auf der einen Seite der Markt, der noch nicht da ist, an dem die Produkte verkauft werden können. Und auf der anderen Seite die Regulierung, die Unternehmen dazu bringt, ihre Produktionsweisen dann auch umzustellen. Sie haben gerade gesagt, Carbon Contract for Difference. Können Sie das nochmal erklären? Oder kann das jemand hier in der Runde nochmal ganz kurz mit einfachen Worten sagen, was das bedeutet? Also im Grunde ist Carbon Contracts for Difference ist im Grunde eine Differenzkostenübernahme für die Mehrkosten in eine Investition. So, dass der Staat und der Unternehmen, die in eine neue Technologie oder eine neue Anlage investieren wollen, sagen, okay, zu diesem CO2-Preis bezuschusst der Bund, also der Staat, diese Investition. Also bisher wird das Stahlwerk ganz klassisch gefahren und wenn es dann CO2-neutral gefahren wird, wird der Stahl teurer und diese Differenz übernimmt dann der Staat. Genau, für den CO2-Preis, also einen angenommenen CO2-Preis. Was damit nicht gedeckt ist, ist natürlich die gesamte Investitionskosten und auch nicht die laufenden Stromkosten. Also teilweise sind die gedeckt, aber teilweise auch nicht. Weil diese Unternehmen, Stahlunternehmen, die auf neue Verfahren umstellen, die werden auch über die kommenden Jahrzehnte steigende Stromkosten haben. Und die werden durch diesen Mechanismus nicht gedeckt. Und da haben wir eine Situation in China, wo man Strom für 2 Cent die Kilowattstunde beziehen kann. Und in Deutschland und Europa ist es deutlich teurer. Also ohne da in zu viel Detail zu gehen, das sind einfach viele Fragen, die noch nicht geklärt sind. Aber für den meisten Unternehmen, ich würde sagen, die Stahlbranche ist relativ einfach. Die anderen Unternehmen oder der anderen Branchen haben häufig eine viel breitere sozusagen Technologiepalette, wo man diese Umstellung braucht. In der Chemieindustrie zum Beispiel, das ist eine riesen Palette an unterschiedlichen Technologien, wo man diese Umstellung braucht. Und da ist auch der Reifegrad bei den neuen Technologien gar nicht so hoch wie in der Stahlbranche. Also die Stahlbranche ist das gute Beispiel hier. Bei den anderen Branchen, Chemie, teilweise auch Zement oder die kleineren, Glas und so weiter, da steht man noch weiter entfernt vor der Treibhausgasneutralität. Aber vielleicht kurz zur Frage, so was hindert die Unternehmen in dieser Umstellung? Das ist einerseits diese Förderung, das fehlt. Aber andererseits auch die basale Infrastruktur. Sie haben wahrscheinlich viel heute über den Ausbau erneuerbaren Energien diskutiert. Haben wir gar nicht so viel darüber geredet. Okay. Das hätten wir tun Das sollen. Wird relativ viel in der Debatte darüber geredet. Das ist einfach auch so, dass solange der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht vorankommt oder auch
erhöht wird, gerade um den Wasserstoffbedarf zu decken, wird man diese Umstellung in den Unternehmen nicht hinkriegen, weil die werden dann eine Unterdeckung von erneuerbarem Strom haben. Also die werden das sozusagen nicht langfristig für sich sichern können. Also fundamentaler Infrastrukturausbau, Förderung für Reallaborung von Technologien und dann auch diese langfristige Stromkosten, die zu sichern. Das sind auf jeden Fall drei Bausteine, die dringend gelöst werden müssen. Herr Burger, ich sehe Sie immer kräftig nicken. Also so ein bisschen das Henne- und Ei-Problem. Wo fängt man da an? Ja, irgendwo muss man schon in Vorleistung gehen und der Staat spielt da eine zentrale Rolle. Also es ist natürlich wichtig, das Wort Infrastruktur, das ist ganz entscheidend. Das sieht man bei der Elektromobilität. Ohne Ladesäulen wird sich kein Elektroauto sozusagen verkaufen lassen. Das gilt aber natürlich auch für diese ökonomischen Rahmenbedingungen, die angesprochen wurden. Das heißt, ob das jetzt die Carbon Contracts for Difference sind oder ob das der Grenzausgleich ist, die Unternehmen müssen eine begründete Zuversicht haben können, dass sie mit ihren Investitionsplänen nicht scheitern, sondern langfristig Erfolg haben. Und ich glaube schon, die Einsicht ist gewachsen, dass die Märkte Richtung klimafreundliche Technologien, fossilfreie Technologien gehen, einfach weil ja überall wird jetzt Klimaneutralität propagiert von sehr vielen Staaten. Aber es ist diese Übergangsphase, die man jetzt managen muss und das ist alles andere als trivial. Könnte man nicht einfach sagen, Herr Fischer, vielleicht können Sie mir das beantworten, Herr Gott, seid doch ein bisschen mehr wie Tesla, jetzt schreit doch niemand, dass der Staat bei allem helfen, tun, ordnen, regeln soll. Baut doch mal einfach so eine Fabrik. Ja, zum Teil machen die Unternehmen das ja durchaus, aber es gibt eben bestimmte Bereiche, darauf ist hingewiesen worden, wo die Unternehmen sich im globalen Wettbewerb befinden. Tut Tesla aber auch. Ja, Tesla macht das aber in einem besonderen Wettbewerb in der Automobilindustrie, wo sie Produktunterschiede haben. Bei einer Tonne Stahl gibt es nicht so wahnsinnig viele Produktunterschiede und nicht so viele unterschiedliche Charakteristiken, die sie reinpacken können in ein solches Auto. Und so ein Tesla unterscheidet sich nun mal sehr signifikant von einem klassischen deutschen Mittelklasse. Wagen, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich bei den Massenmaterialien und Massengrundstoffen aus der Chemieindustrie, aus der Stahlindustrie nicht ganz so einfach. Da sind die Produkte sehr, sehr homogen und da konkurrieren sie eben mit den entsprechenden Unternehmen aus Indien, aus China, aus den USA. Und deswegen ist ja der Ruf nach diesem Level Playing Field ganz entscheidend, dass man innovative Dinge machen kann, wenn man die entsprechenden Rahmenbedingungen hat, dass man überlebensfähig bleibt. Satz bitte gerne einwerfen. Ist es nicht paradox, dass IGBCE und Grüne und Fridays for Future im Grunde mit denselben Plakatschildern vom BMWi demonstrieren könnten für den Ausbau der erneuerbaren Energien, dass wir jetzt die Situation haben? Herr Altmaier eigentlich der Letzte ist, der ein gutes EEG verhindert. Also wenn Sie die Demo organisieren, dann gucke ich bestimmt zu. Ja, die GBC. Ja, nee, ich wollte kurz zu Tesla sagen, weil das ist ja ein Beispiel, wo, also Tesla hat ja nach der Finanzkrise einen enormen Zuschuss von der amerikanischen Staat bekommen, um überhaupt in Produktion zu kommen. Also das ist wirklich eine Industriepolitik, eine amerikanische Industriepolitik. Tesla ist amerikanische Industriepolitik. Ja, Tesla hat einen riesen Startzuschuss bekommen und so hat man auch das Unternehmen gegründet beziehungsweise die Produktion angefangen. Was jetzt diskutiert wird, relativ viel in dieser Krise, ist ja, dass der Staat schon diese Unternehmen, sowohl Startups als auch etablierte Unternehmen in der Transformation bezuschüssen sollte, aber dafür auch eine gewisse Stake in diesen Unternehmen einnehmen sollte, das ist zum Beispiel ein Argument von der Wirtschaftsprofessorin Mariana Mazzucato, um eben dann auch mit den Gewinnen nicht nur die Verluste zu sozialisieren, sondern auch die möglichen Gewinne. Hätte der amerikanische Staat das gemacht mit Tesla, ja, wissen wir auch, dass man sozusagen relativ viel davon verdient hätte und hätte dann auch die Möglichkeit, noch mehr Innovationen dann zukünftig zu fördern. Also ich erinnere mich noch an Diskussionen aus meinem Studium, das ist nun schon eine ganze Weile her, aber da wurden uns immer so Beispiele von dem französischen Staat, der in Unternehmen investiert hat und das ist alles ziemlich schiefgegangen, vorgeführt. Dass der Staat in Unternehmen investiert, sorgt ja nicht automatisch dafür, dass das dann erfolgreich wird. Würden Sie wirklich dafür plädieren, dass wir ganz massiv staatliche Investitionen dann auch in Startups bekommen? Weil Sie sagen, in den USA passiert das in großem Maße? Auf jeden Fall. Also sollte man machen. Man muss dann natürlich anders auf die Investitionen blicken. Das ist dann ein Portfolio-Gedanke. Also manche Investitionen werden scheitern. Da wird der Staat Verluste haben. Andere Investitionen werden
riesige Erfolge werden und da werden auch der Staat dann auch einen Ertrag daraus erzielen. Und in der Summe sollte es natürlich plus minus null oder ein positives Ergebnis geben. Aber das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die jetzt wächst international, dass man anders als in der Finanzkrise vor 10 Jahren nicht nur die Kosten sozialisiert und auch jetzt mit Blick auf die Transformation nicht nur die Kosten, die Förderkosten sozialisiert, sondern auch die möglichen Gewinne. Na, jetzt kommt die Diskussion in Fahrt. Herr Burger hatte sich zuerst gemeldet, dann die beiden anderen. Ja, ich glaube, ein wichtiges Thema ist auch der Venture Capital Markt in Deutschland. Der ist einfach noch unterentwickelt, wenn man das vergleicht mit den USA. Da fließen Milliardensummen, wenn jemand wirklich eine gute Idee hat. Das ist in Deutschland noch deutlich unterschiedlich. Und ich glaube, dass die Förderung grüner Gründer, das ist ein Thema, da wurde inzwischen mehr gemacht, aber da ist noch zusätzlich was zu tun. Ne? Also, und da gibt es auch, glaube ich, intelligente Modelle. Nicht mehr so in dem altmodischen Sinn, der Staat beteiligt sich bei einem Unternehmen, sondern man kann das über Fonds machen, wo der Staat vielleicht auch Bürgschaften übernimmt und. Also da gibt es, glaube ich, sehr viele gute Lösungen und da müssen wir vielleicht auch noch mehr tun. Sebastian Dolin? Ja, ich würde hier nochmal gerne Lanze für die Industriepolitik an der Stelle brechen, denn das wird natürlich gerne so gesagt, dass das geht immer daneben. Aber man muss sich klar machen, Volkswagen war auch mal ein Staatsunternehmen. Das ist relativ spät passiert, dass Volkswagen auch jetzt so weit privatisiert worden ist, dass es nur noch eine Minderheitsbeteiligung des Landes Niedersachsen gibt. Und man kann sich jetzt über Volkswagen heute streiten, weil es Verbrennermotoren baut und den Dieselskandal gemacht hat. Aber wenn man das mal so in der Geschichte sieht, das ist einfach aus einem Staatsunternehmen eines der führenden, weltweit führenden Automobilkonzerne ist da entwickelt worden. Und diese ganzen, der erste Millionen Käfer und so weiter, das ist alles passiert. Und das war innovativ für die Zeit. Das ist aber alles passiert in der Zeit, wo es echt ein Staatsunternehmen war. Airbus ist auch ein Staatsunternehmen. Und natürlich kann man jetzt auch über Flugzeuge von der Klimaperspektive aus streiten. Aber man kann eigentlich nicht bezweifeln, dass das funktioniert hat, trotz der ganzen Managementprobleme zwischen Deutschland und Frankreich. Noch eine kurze Bemerkung zum Startup-Kapital. Natürlich fehlt Startup-Kapital in Deutschland. Aber das ist nicht die ganze Geschichte, weil es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo Start-up oder die Venture-Capital-Geber wahrscheinlich nicht ausreichen, weil das Investitionsvolumen zu groß ist. Also normalerweise sind diese Venture-Capital-Geber, die geben ja Millionenbeträge schon, Milliardenbeträge eigentlich seltener. Und wenn man jetzt guckt, was zum Teil für Investitionen notwendig sind in der Stahl- und Chemieindustrie, da reden wir von wesentlich größeren Summen und da muss auch ein Risiko übernommen werden. Und auch hier sehe ich eine Möglichkeit für den Staat, da über bestimmte Fondslösungen eben dann etwas da eine Risikoübernahme zu machen, aber es muss eben so sein, es kann nicht sein, die Verluste werden sozialisiert, die Gewinne gehen an die privaten Aktionäre, sondern da muss dann eine vernünftige, ja auch Gewinnbeteiligung dran sein. Herr Fischer-Dick? Ja, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich glaube, was wir in Deutschland nach wie vor haben, ist eine sehr, sehr gute Forschungslandschaft, sowohl in den Unternehmen als aber auch in den Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, was wir aber seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich beklagen, dass der Schritt aus der Forschung und Entwicklung heraus in die Anwendung, dass da eine riesige zeitliche Lücke da ist. Also dieser Mut, dieses sogenannte Tal des Todes zu erwähnen, da auch mal mit staatlichen Mitteln reinzugehen, das ist genau das Problem, was die Amerikaner nicht haben. Die machen das einfach. Also Tal des Todes, um es nochmal zu erklären, heißt das, wenn das Unternehmen sein Produkt noch nicht marktreif hat und ihm aber das Geld fehlt, durchzuhalten, bis das Genau, es gibt vielleicht den ersten Piloten, aber es gibt eben noch kein marktreifes Produkt, es gibt noch keinen externen Markt dafür. Und diese Phase, das ist wirklich so eine Delle in der Entwicklungszeit eines Produktes, die wird in Amerika, in anderen Ländern häufig durch staatliche Investitionen überbrückt, durch mutige staatliche Investitionen. Passt so gar nicht zu unserem Image der USA, ne? Nee, manche Dinge laufen ja auch gut an. Das läuft zum Beispiel gut an, nicht alles. Aber das läuft gut an und da kann man einiges lernen. Das machen Japaner so, das machen Koreaner so, die wirklich mit staatlichen Mitteln reingehen, um diese Delle zu überwinden. Und wir gucken uns das in Ruhe an. Das heißt, Forschungs-Know-how wandert ab. Und sind jetzt, Batterietechnik ist das beste Beispiel dafür, versuchen wieder mit vielen staatlichen Mitteln den Vorsprung, den wir mal hatten, zurückzuholen. Erklären Sie uns das Beispiel mal. Wir hatten die Forschung in der Batterietechnik, dann ist das Ganze... Wir hatten die Forschung in der Batterietechnik in vielen anderen Bereichen auch. Andere waren aber schneller, dann die Produktion wirklich in Gang zu bringen und auch erste Märkte in Gang zu bringen. Und das haben wir gesehen. Batterien sind vielleicht ein Kernelement der Elektromobilität. Das wollen wir eigentlich gerne noch zu Hause machen. Und jetzt sind die massiven Investitionen in Gange, die versuchen, das jetzt nachzuholen, was man möglicherweise schon früher mit viel, viel weniger Mitteleinsatz hätte erreichen können. Frau Badum und dann Frau Bocknes.
Also das Tal des Todes ist natürlich wichtig, darüber zu sprechen, aber es haben in der Vergangenheit ja auch schon viele Unternehmen Risiken auf sich genommen und dieses Tal des Todes überwunden, auch in Deutschland. Also wenn ich nur an die Strommarktliberalisierung denke, wie viel 100 Unternehmen das gab, es sind beispielsweise 4 Ökostromunternehmen übrig geblieben. Die anderen sind untergegangen. Es waren auch Unternehmen, die Risiko auf sich genommen haben und die jetzt schon grün sind. Also ich glaube, wir müssen auch an diejenigen denken, die ja schneller und weiter waren als andere und dürfen die jetzt nicht hinten runterfallen lassen. Ich fand das Beispiel mit der Batterietechnologie auch sehr spannend, weil es im Grunde mit den erneuerbaren Energien ja ähnlich war. Wir haben die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig gemacht, wir haben sie wirtschaftlich gemacht weltweit und dann haben wir uns verabschiedet aus dem Ausbau erneuerbarer Energien. Letztes Jahr war das schlechte Windenergieausbaujahr seit Beginn des EEG. So, und da greifen wir irgendwie die Früchte dann nicht vom Baum, die eigentlich da hängen würden. Das würde ich mir wünschen. Ich finde auch, dass der Staat da viel tun kann und muss. Also wir Grüne haben reingeschrieben in unseren Zukunftspakt, wir wollen auch mehr Abschreibungen ermöglichen, wenn die Investitionen in transformative Maßnahmen gehen. Selbst die Bundesregierung hat ja ein Dekarbonisierungsprogramm für Prozesswärme aufgesetzt, was leider seit 3 Jahren nicht an den Start gegangen ist. Aber okay, sie hatte die Idee. So, also diese staatlichen Ideen gibt es ja, aber was ich mir dann im Gegenzug wünsche, wäre auch, dass diese ewige Ausnahmeritis, nenne ich es mal, aufhört. Also dieser Wunsch der Energie nach ständig, der Industrie nach ständigen Kompensationen und nach Ausnahmen. Das erleben wir eben jetzt wieder beim nationalen CO2-Preis auf Verkehr und Wärme. Ich rede wirklich mit vielen Unternehmen. Da gibt es Leute wie Herr Buddenberg, der stellt eben Wälzlager her mit seinem Unternehmen, ist auch im BDI aktiv. Und der sagt zu mir, was er braucht, um grün zu werden. Er braucht Wasserstoff, er würde erneuerbare Energien unterstützen. Dann gibt es andere Unternehmen, die haben gar nicht das Ziel, irgendwann mal Erdgas zu ersetzen in ihrem Prozess, sondern die wollen einfach immer nur diese Ausnahmen, diese Kompensationen haben. Und dann, glaube ich, haben wir eine Schutzglocke auf die Unternehmen gestülpt, die keine Innovation ermöglicht. Und das war in der Vergangenheit ja auch so, dass übertriebener Carbon-Leakage-Schutz auch eine Gefahr für die Unternehmen war. Und deswegen möchte ich gern mehr in diese Chancendiskussion reingehen und gerne politisch an die Unternehmen was geben, Planungssicherheit schaffen, aber dann müssen Unternehmen auch das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und ja, dann reden wir nicht mehr über Ausnahmen, sondern über Chancen. Das wäre mein Wunsch. Frau Borknes, vielleicht könnten Sie den Gedanken tatsächlich auch mit aufnehmen, diese Frage, wie weit muss man die Industrie oder wo muss man dann auch aufhören, Industrie zu entlasten von allem Möglichen. Irgendwann brauchen wir ja, wenn wir zumindest von CO2-Bepreisung reden, auch Preise, die dann wehtun, die dafür sorgen, dass bestimmte Produktionen nicht mehr stattfinden und andere eben doch. Also ganz banal den Kohleausstieg und den Einstieg in die Erneuerbaren. Ja, also ich finde ja, dieses Begriff Carbon Leakage Schutz ist ja so falsch eigentlich, weil das klingt irgendwie, als ob man jemanden schützt vor irgendwas, was eigentlich, man sollte da einfach sich auf den Markt stellen und versuchen, seine Produkte zu verkaufen. Aber es geht ja eigentlich nicht darum, sondern es geht um an der Schnittstelle zwischen dem europäischen Markt und dem internationalen Markt eine Gleichbehandlung herzustellen, weil das gibt es noch nicht. Also die Märkte sind nicht perfekt, vor allem die internationalen Märkte nicht. Und diese Schnittstelle zwischen dem heimischen Markt und dem internationalen Markt, da muss ein Ausgleich stattfinden, damit die Bedingungen gleich sind. Sonst, also das nochmal, um es konkret zu machen, dass das Stahlwerk in Deutschland, in Konkurrenz mit dem Stahlwerk in China. Also zum Beispiel, wenn wir wollen, dass Stahl oder Chemie auf strombasierte Verfahren umstellen, dann kriegen die höhere Stromkosten. Und die Stromkosten in Europa sind aufgrund teilweise auch der Gestehungskosten, aber teilweise aufgrund von Umlagen und Steuern, sind deutlich höher als in China. Dann ist es natürlich so, dass europäische chemische Produkte oder Stahl nicht wettbewerbsfähig ist auf dem Markt. Und in China, das ist ja auch keine Marktwirtschaft, also das ist natürlich ganz künstliche Preise, da ist die EE-Stromkosten im Moment, ist 2 Cent die Kilowattstunde in manchen Regionen. Ich glaube, in Europa ist die billigste Gestehungskosten, sind in Portugal, da ist es 3,8 so und dann plus Umlagen, Abgaben und Steuern. Also es geht darum, dass man sagt, okay, wir wollen, dass heimische Produzenten eine Gleichbehandlung an der Schnittstelle zum internationalen Markt haben. Und das nennt man dann Carbon Leakage Schutz. Das könnte auch sagen Gleichbehandlung oder Gleichstellungsmechanismus. So. Und dann, glaube ich, würde man das vielleicht ein bisschen freundlicher gegenüberstehen. Natürlich ist es so, dass manche Unternehmen, jeder Mechanismus hat auch Schwachstellen und das nutzen vielleicht manche Unternehmen aus. Aber im Grunde geht es darum, dass wenn man Unternehmen hier nicht diese Gleichbehandlung oder Gleichstellung am internationalen Markt sichert, dann werden die hier nicht investieren. Dann werden wir weiterhin
fossilbasierte chemische Produkte haben, fossilbasierte chemische Verfahren, Produktionsverfahren in der Stahlherstellung haben. Also dann kriegen wir diese Investitionen nicht hin. Von daher ist es eine, für die Investitionen ist es notwendig, diese Carbon Leakage Schutz zu gewährleisten. Das muss ja auch modernisiert werden, weil das läuft ja jetzt aus. Also das ist eine riesige Baustelle, die jetzt sehr technisch diskutiert wird in der Debatte, aber eigentlich eine grundsätzlich ganz also politische und vor allem sehr vielfältige Debatte, weil auch die Branchen so unterschiedlich sind. Die brauchen einen unterschiedlich aufgestellten Gleichbehandlungsmechanismus. Also das ist wirklich eine sehr komplexe Debatte, aber sehr, sehr wichtige Debatte. Frau Badum, Sie wollten noch mal reagieren. Ja, also ich stimme Ihnen absolut zu, dass die Unternehmen unterschiedlich sind, aber was wir schon sehen, ist, dass ein großes Unternehmen, wenn es 3 bis 4 Cent für den Strom zahlt, ja weitaus besser dasteht als eine Bürgerin und Bürger, die 30 Cent pro Kilowattstunde zahlen für den Strom. Also dieser Mythos, dass der Strom für die Industrie so teuer ist, der ist ja wirklich vielfach widerlegt. Und durch die Erneuerbaren, deswegen komme ich auf unsere gemeinsame Demo vor dem Wirtschaftsministerium zurück, durch die Erneuerbaren ist der Strom ja günstiger geworden und gibt es ja zahlreiche Studien auch von Agora Energiewende und anderen. Früherer Kohleausstieg bedeutet letztendlich geringeren Strompreis. Na, also da reden wir auch um Cent. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Sie uns da unterstützen in diesem Kampf für die Erneuerbaren, dass wir dann auch sichere und bezahlbare Strompreise für die Industrie haben. Weil was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass diese Ausnahmeregelungen im ETS beispielsweise eben noch nicht die Innovation gefördert haben, die wir wollten. Die Industrie, die CO2-Emissionen in der Industrie stagnieren in den letzten Jahren. So seit 2009 ist da einfach nicht mehr viel passiert. Und ich glaube, es ist, weil diese übertriebene Schutzglocke dann am Ende des Tages auch einengt. Die Autoindustrie hat den Fehler schon gemacht, den internationalen Trend verschlafen zu haben. Und ich würde mir wünschen, dass dann Chemie, Stahl, Zement nicht den gleichen Fehler auch machen, sondern dass die Innovation bei uns in Europa zu Hause ist. Sebastian Dolin? Ich würde gerne zuerst drei kleine Punkte. Einmal, aus meiner Sicht ist Carbon Leakage Schutz ja nicht unbedingt nur ein Schutz von Unternehmen, sondern es geht darum, zu verhindern, dass ich einfach klimaschädliche Aktivitäten ins Ausland verlagere. Weil wenn ich einfach nur bei uns den CO2-Preis hochziehe und nichts anderes mache, dann ist das Ergebnis, dass der Stahl tatsächlich in China hergestellt wird oder wer weiß woanders und wahrscheinlich dann in einer konventionellen, also solange die anderen Länder nicht auch was machen, hat sich jetzt vielleicht letzte Woche verschoben, aber vorher sah das so aus, dann ist ja das Ergebnis, dass ich einfach woanders den CO2-Ausstoß habe. Und das hilft der Welt nicht. Und es gibt so ein paar Forschungen, also Schweden zum Beispiel ist ein Land, was, wenn man jetzt auf die Produktionsseite guckt, sehr CO2-neutral geworden ist. Wenn ich aber darauf gucke, was eigentlich der durchschnittliche Schwede, die durchschnittliche Schwedin konsumiert und das mit einrechne, sieht es ganz anders aus, weil da ganz viele Importe reinkommen, die eben konventionell hergestellt werden. Also darum ist Carbon Leakage Schutz nicht nur ein Industrieschutz, sondern tatsächlich auch ein Instrument, um Klimapolitik wirksam werden zu lassen. Es gibt einen zweiten Punkt, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Herr Fischedick hat das vorher gesagt und der hat das die Schaffung von Märkten genannt. Ich glaube, das ist ganz zentral und die EU ist groß genug, um Märkte schaffen zu können. Also wenn ich, und zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn ich sagen möchte, ich will grünen Stahl haben, dann sage ich halt, ab 2030 darf in der EU kein Auto mehr verkauft werden, was nicht aus grünem Stahl ist. Dann habe ich einen Markt, das ist auch, ist kein Zoll, aber da ist ein Markt und da können sich die Unternehmen darauf einstellen. Genau das Gleiche, man kann das auch mit der Bauwirtschaft machen. Darf kein nicht CO2-neutraler Stahl mehr verbaut werden. Das ist über Baurecht sogar machbar. Also und an die Dinge muss man drangehen. Das kommt zu der Industriepolitik dazu. Industriepolitik ist immer dann erfolgreich, wenn man neue Aktivitäten oder neue Produkte fördert. Also eigentlich ist Industriepolitik immer dann nicht erfolgreich, wenn ich etwas, was althergebracht ist, schütze. Und das ist hier der Punkt. Also darum sind diese Carbon Contracts for Difference so wichtig, weil ich da eine neue Herangehensweise unterstütze. Und ich glaube, es macht keinen Sinn zu sagen, dass die abgeschriebenen 30 Jahre alten Anlagen, dass die jetzt noch die nächsten 50 Jahre lang möglichst viel CO2 kostenfrei ausstoßen dürfen. Herr Burger, jetzt sind wir uns ja einig, weil wir sind ja alle für diese neuen Instrumente. Aber bisher haben wir sie noch nicht, sondern wir haben eben diesen altmodische Kompensation. Wir wollen ja in ein neues Zeitalter. Ich würde Herrn Burger jetzt mal gerne mit reinnehmen, weil das ist ja eigentlich der Experte für umweltschädliche Subventionen. Sagen Sie mal was. Ja, in der Tat, dieses Thema beschäftigt uns ja schon sehr lange und es kommt ja auch immer die Begründung für diese Subvention, das ist aus Gründen von Carbon Leakage essentiell, wir können da einfach nicht runter, sonst wird alles verlagert ins Ausland und so weiter. Ne? Es ist dann, sagen wir mal, wirklich ein Körnchen Wahrheit dabei, das ist nicht zu leugnen, für einige Sektoren.
die unter sehr scharfem internationalen Wettbewerbsdruck stehen, wo die Energiekosten einen sehr, sehr hohen Anteil haben. Diese zwei Bedingungen erfüllen nicht alle Sektoren, die im Moment gefördert werden. Also es gibt da viele Möglichkeiten, diese Subventionen zurückzufahren, ohne dass befürchtet werden muss, dass da ein Carbon Leakage entsteht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich ein ganz neues Spiel bekommen, wenn wir Ausgleichsmechanismen haben, also wenn wir so einen Carbon Leakage Schutz haben, wenn also wir so eine Art Grenzausgleich, Zoll, ne? dann ist es ein neues Spiel. Dann kann man im Prinzip auch diese Unternehmen kann man wirklich den ökologisch wahren Preisen aussetzen, sage ich mal. Also dann ist es kein Problem, wenn wir den Emissionshandel, wenn es da eben keine kostenlosen Zuteilungen mehr gibt. Ich würde Sie alle noch mal bitten, für die Zuhörer und Zuschauer, die sich jetzt noch dazu geschaltet haben, dass solche Dinge wie Carbon Leakage, das hat, glaube ich, haben Sie schon erklärt, dass Sie das noch mal versuchen, auch mit den Begriffen wie Border Tax, also einfach versuchen zu übersetzen, damit diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz auf der Höhe der klima- und umweltpolitischen Debatte sind, dann auch folgen können. Ich würde aber gerne noch eine Nachfrage bei Ihnen ganz konkret stellen. Die Idee ist ja tatsächlich, die Sie gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal ausgeführt haben, in dem Augenblick, in dem wir um Europa so eine Art CO2-Zollmauer gebaut haben, braucht man drin auch kein Unternehmen mehr von irgendwas freistellen. Ist das richtig so? Also von CO2-Steuern beispielsweise, braucht man keins mehr zu befreien, weil die stehen ja dann nicht mehr in Konkurrenz mit Produkten aus dem Rest der Welt, die möglicherweise noch mit sehr CO2-intensiv benutzt werden oder produziert werden. Nein, in Konkurrenz stehen sie immer noch, aber die Wettbewerbsverzerrung, die entstünde, wenn wir jetzt hier einen sehr hohen CO2-Preis hätten und die anderen nicht, die wäre dann irrelevant, ne? Also dieses Problem wäre wenn es optimal läuft, dann haben wir damit beseitigt. Super. Herr Fischedick, Sie hatten sich gemeldet. Ja, vielleicht zwei, drei kurze Bemerkungen zu dem Thema, und dann würde ich gerne noch was zu den Chancen sagen. Weil Chancen sind immer gut. Und da sollte, glaube ich, tatsächlich nicht zu kurz kommen. Ich glaube, im Moment ist diese Carbon-Leakage-Debatte, im Moment so ein bisschen auch so eine Geisterdebatte. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, die tatsächlich ins Ausland gegangen sind, aus Gründen der Klimaschutz. Politik. Es gibt einige, aber es sind nicht so wahnsinnig viele. Und wenn Unternehmen ins Ausland gegangen sind, war es meistens eine Mischung aus unterschiedlichen Gründen. Also da gibt es tatsächlich Studien und durchaus empirische Ergebnisse, ja immer, die sagen. Die Unternehmen sagen ja nicht immer gern, das ist aus den und den Gründen, sondern sie suchen sich immer irgendwas, was irgendwie nachvollziehbar erscheint. Aber meistens sind noch ein paar andere Gründe mit dem Hinterkopf. Aber, jetzt kommt das große Aber, das würde sich natürlich dramatisch verändern, wenn wir jetzt in der Größenordnung 100, 120 Euro pro Tonne CO2 liegen würden. Also ein Preis, den man braucht, um innovative Technologien im Bereich Stahl oder an anderer Stelle wirklich in Umsetzung zu bringen. Dann würde sich das natürlich dramatisch verändern. Dann wäre sicherlich Carbon Leakage ein großes Problem. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, sich Gedanken zu machen, wie man das eindämmt. Dieses Border Tax Adjustment, also quasi die Abgabe oder Steuer an der Grenze, klingt erstmal gut, ist aber unendlich kompliziert, weil sie ja produktbezogen machen müssen. Wie man gerade schon gehört, wir haben es mit der Fülle von unterschiedlichen Produkten zu tun. Stahl ist dann noch relativ einfach, Chemieprodukte schon unendlich kompliziert, Aluminium ist warum einfach. Also Sie müssen das Produkt genau machen, Sie müssen in die Wertschöpfungskette rein, um zu sehen, wie viel CO2 steckt wirklich drin, es sei denn, Sie vereinfachen das, dann haben Sie aber wieder natürlich Mitnahmeeffekte. Und Sie dürfen nicht verkennen, dass die Welt fantasiereich ist. Das ist das Beispiel, was ja mal genannt wird, dass demnächst ein grüner Stahl aus China nach Deutschland geliefert wird, weil sie sich im Grunde den erneuerbaren Energienstrom von irgendeinem Windpark zu dem Stahlwerk dazu denken, auch wenn er wo ganz woanders am Ende des Tages verbraucht wird. Also die Mechanismen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn Sie die CO2-Abgabe an der Grenze quasi als Produzent aus dem Ausland vermeiden wollen, müssen Sie nachweisen, dass Sie den Stahl zum Beispiel grün produziert haben. Dafür brauchen Sie grünen Strom. So, jetzt kann man Mechanismen sich natürlich erfinden, dass man sagt, man allokiert jetzt den grünen Strom, der in China produziert wird, zur Stahlindustrie. Ach so, man kauft sich quasi grüne Stromzertifikate. Man kauft sich mehr oder weniger frei, auch wenn der Strom ganz woanders eingesetzt wird und das Stahlunternehmen China auch gar nicht mehr dafür bezahlt. Also da gibt es viele Dinge, die fantasiereich dann gemacht werden. Das heißt, da gibt es jede Menge Pferdefüße dabei. Und der dritte Pferdefuß ist natürlich, dass wir gar nicht wissen, wie reagieren dann die internationalen Handelspartner auf einen solchen Zoll, der in Europa erhoben wird. Das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen einfacher, nachdem sie dann in den USA eine Veränderung einstellt. Aber auch das kann ja einen riesen Rattenschwanz von weiteren Handelskonflikten
nach sich ziehen, die man auch nicht besonders gut gebrauchen kann. Also so einfach ist das Instrument nicht. Und deswegen ja mein Plädoyer dafür, darüber nachzudenken, wie man anders dann auch zu Potte kommen kann, eben zum Beispiel über Contracts, Carbon Contracts for Difference und andere Instrumente oder eben auch. Sagen Sie über noch einmal Carbon Contracts for Difference, damit diejenigen, die jetzt eingeschaltet haben, wissen, was das ist. Denn im Grunde ist es ein Vertrag zwischen einem Unternehmen und dem Staat, wo man sagt, ich brauche für die Investitionen, die ich tätige, in eine grüne Produktion eigentlich einen CO2-Preis von, ich sage jetzt mal, 100 Euro pro Tonne CO2. Im europäischen Emissionshandel habe ich aber nur 25. Und der Staat, der deckt jetzt quasi die Differenz zwischen beiden und er deckt quasi die Differenzkosten ab, baut aber einen Sicherheitsmechanismus ein, der so geht, dass wenn die Preise im Emissionshandelssystem tatsächlich mal über 100 liegen sollten, dass dann das Unternehmen nicht doppelt profitiert, sondern da quasi sozusagen so eine Grenze des Zuschusses eingebaut wird. Also eigentlich sehr intelligenter Mechanismus, um sicherzustellen, dass die laufenden Zusatzkosten der Unternehmen getragen werden können. Jetzt will ich aber ganz kurz auf die Chancen noch zu sprechen kommen. Können wir nachher nochmal vertiefen, weil, glaube ich, meines Erachtens tatsächlich wichtig ist, nochmal auf die Marktentwicklung, also das Initiieren von Produktmärkten zu schauen. Weil das ist am Ende des Tages, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich einen Markt für 100% grünen Stahl haben oder für 100% grüne Kunststoffe oder was auch immer. Aber diese Märkte muss man erstmal initiieren. Das haben wir gerade ja auch schon andiskutiert. Das kann eben gemacht werden über Quoten. Herr Dolin, Sie hatten ja einen solchen Vorschlag gemacht oder über Standards oder eben, dass der Staat sagt, in meinen Brücken, in meinen Gebäuden muss so und so viel Prozent Stahl eingebaut werden. Und dieser Prozentsatz steigt dann auf der Zeitachse, sodass sich ein Markt entwickelt. Die Unternehmen können sich darauf einrichten, sie können ihre Produktionsstrukturen hochfahren. Das wäre ideal, wenn das gelingen würde. Und das würde, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, erhebliche technologiepolitische Chancen eröffnen. Denn diese Technologien, grüne Stahlproduktion, grüne Kunststoffproduktion, wollen wir ja nicht nur in Deutschland, sondern die werden nachgefragt, gerade mit den jetzt ambitionierten Zielen anderer Regionen, eben auch im Ausland. Und wer da früh genug dabei ist und zeigen kann, wie es geht, der schließlich riesige Technologiemärkte, übrigens auch beim Ausbau erneuerbarer Energien, damit verbunden ist, das ist mein letzter Satz, damit verbunden ist natürlich, wie bringe ich das in die Systeme rein? Wie mache ich das wasserstoffkompatibel? Wie baue ich die Netze aus? Da sind wir in Deutschland sehr, sehr weit voraus gegenüber vielen anderen Ländern, weil wir relativ hohe Anteile erneuerbarer Energien im Stromsystem schon haben. Das entwickelt Innovationsdynamiken, das entwickelt neue Technologien, mit denen wir dann noch Chancen realisieren können. Sebastian Dolin. Ja, das finde ich alles richtig und gut, würde ich alles unterschreiben. Ich wollte nur noch eine Anmerkung machen. Selbst wenn ich einen oder ein Border Tax Adjustment habe, also wenn ich die Kosten für höhere CO2-Preise an der Grenze ausgleiche, habe ich natürlich noch ein Problem für die Branchen, die Netto-Exporteure sind. Also die heute mehr aus der Europäischen Union exportieren und vor allem auf Drittmärkten, also auf Märkten außerhalb der Europäischen Union verkaufen, weil die stehen dann immer noch in direkter Konkurrenz mit der schmutzigeren Industrie woanders. Also ich wollte ein paar Schritte zurück. Also ich finde diese, was der Frau Badum gesagt hat, also diese, sag mal, die Industrie wurde so viel gefördert und das wird auch manchmal geschummelt und so. Also ich glaube, das ist ein nicht hilfreicher Diskurs, wenn man jetzt anfängt zu sagen, naja, die Industrie wurde in der Vergangenheit zu viel geholfen, zu viel unterstützt. Weil ich glaube, in den kommenden 10 bis 20 Jahren müsste die Industrie noch mehr unterstützt werden. Und nicht nur, das haben Sie ja schon angesprochen, Herr Fischedick, also nicht nur an der Innovations- und Forschungsseite, da ist Europa immer recht gut gewesen, auch Deutschland hat ein starkes Innovationsnetzwerk und so weiter, sondern auch in der Investitionsphase. Und da ist Europa nicht sonderlich gut. Da haben wir relativ strenge Beihilferegeln, die werden jetzt ein bisschen aufgelockert wegen Corona, aber die müssen noch mehr aufgelockert werden, meines Erachtens. Und da kann man ja auch tatsächlich ein bisschen von China lernen. Also China hat ja geschafft, die PV-Modulbranche aus Deutschland zu ziehen, die Batterieherstellung aus Deutschland zu ziehen. Die sind jetzt dabei, Wasserstoff bei Elektrolyseuren sich sehr, sehr stark aufzustellen. Also die fördern natürlich Investitionen massiv, nicht nur die Forschungsphase, sondern auch die Investitionsphase. Und das liegt uns ein bisschen so unbequem oder kommt uns ein bisschen unbequem vor, weil das ist nicht in der Geschichte, der europäischen Geschichte, so mit der Wirtschaft umzugehen. Aber ich glaube, die Industrie muss noch stärker und noch länger in der Entwicklungsphase gefördert werden, unterstützt werden und bei den Märkten, der Marktentwicklung geholfen werden. Und lassen wir das erstmal stehen. Ich glaube, da gibt es einige Stirnen, die sich runzeln. Den nächsten Punkt, den arbeiten wir dann ab. Aber
noch mehr Förderung für die Industrie? Ich finde es spannend, dass China jetzt auf einmal wieder als grüner Leitmarkt dargestellt wird. Vorher ging es darum, dass wir uns so abschotten müssen gegenüber China. Also, aber das zeigt ja ganz gut die zwei Pole, die wir haben. Natürlich, es gibt Verfahren, da sind wir als Europa weiter oder da müssen wir auch Europa zum Leitmarkt machen für CO2-freie Technologien. Und andere, da sind uns andere Weltregionen schon voraus. Also die sind längst grüner als wir. Die schotten sich vielleicht dann eher gegen uns ab. Also deswegen, ich möchte aus diesem einseitigen Diskurs raus, dass wir an der Spitze der Bewegung alleine sind. Weil das sind wir nicht mehr, sondern das müssen wir im Gegenteil uns wieder erarbeiten, dass es so bleibt, dass wir eben zu diesem Leitmarkt werden. Und ich meine, ein ganz anderes Thema, was jetzt noch nicht angesprochen wurde, ist, was kann der Staat machen mit öffentlicher Beschaffung beispielsweise, um diesen Leitmarkt in Stand zu setzen. Ich finde auch das Quotenthema sehr richtig und wichtig. Also ich glaube, wir brauchen viele verschiedene Komponenten und mir geht es wirklich um die Zukunft. Ich habe dieses Thema Carbon Leakage aufgebracht, weil wir jetzt aktuell Kompensation für Unternehmen Danke. Oder die Ausnahme von Unternehmen beim CO2-Preis reden, weil nächstes Jahr in Deutschland ein CO2-Preis für Verkehr und Wärme instand gesetzt wird. Wir haben noch nicht diese EU-Instrumente und wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit den Forderungen der Unternehmen jetzt um, aber auch der Bürgerinnen und Bürger, die uns sagen, wir wollen auch nicht die Einzigen sein, die den CO2-Preis zahlen. Deswegen ist eine hochaktuelle Debatte und im Sinne der Beschäftigten, die jetzt noch gar nicht zu Wort gekommen sind, sollten wir die wirklich in die Zukunft hineinführen, weil wir haben auch schon erlebt, dass Beschäftigte, Sie haben es angesprochen, woanders hin verlegt wurden, weil wir nicht Schritt gehalten haben mit den Technologien. Und das ist das, wenn ich jetzt noch einen Satz zu den Autozulieferern sagen darf, was ich bei uns sehe, wenn die Zulieferer, die Großen wie Brose oder so, dein neues Werk aufmachen mit Batteriezellenfertigung, mit moderneren Technologien, machen sie das dann eher nicht in Deutschland oder in Franken oder in Bayern. Dann sind wir eben raus aus dieser Wertschöpfungskette oder gehen gleich nach China. Deswegen, ich glaube, im Sinne der Beschäftigten und der Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, nach vorne zu diskutieren, wie wir im Bündnis das schaffen können. Und da leistet jeder seinen Beitrag, aber die Industrie leistet natürlich auch einen sehr wichtigen Beitrag. Herr Burger, ich habe vorhin schon mal, Sie dürfen gleich, aber ich würde Sie gerne noch mal mit reinnehmen. Sie haben ja, sind bekannt dafür, dass Sie unter anderem lange über die Subventionen, umweltschädlichen Subventionen gearbeitet haben. 50 Milliarden sind es oder so. Wenn ich da jetzt höre von Frau Borgners, und ich will einfach so noch mal ein bisschen Feuer in Ihre Debatte bringen, die Unternehmen sollen quasi auf jeden Fall weiterhin freigestellt werden von vielen Belastungen, plus dann noch gefördert werden dafür, dass sie umstellen. Wo hört das auf? Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen. Das ich glaube, Frau Borgners würde auch sagen, ich habe Sie jetzt etwas überspitzt zitiert, aber das lassen wir jetzt noch mal stehen. Genau, vielleicht. Also meine Vision wäre, dass wir, es sind 57 Milliarden jedes Jahr, muss man ja auch dazu sagen, sind keine einmaligen Subventionen. Also meine Vision wäre, dass wir von diesen 57 Milliarden deutlich runterkommen und dass wir einfach dieses viele Geld anders verwenden. Also es ist richtig und wichtig, der Industrie beim Aufbau grüner Märkte zu helfen, zu unterstützen. Sonst kommen wir, glaube ich, im internationalen Wettbewerb nicht weiter. Da ziehen wir den Kürzeren. China wurde erwähnt, die machen eine unglaublich strikte und strategische Industriepolitik. Die ziehen sich jetzt die Zukunftsmärkte an Land, kann man so sagen. Das haben sie mit hervorragend gemacht, systematisch. Kann man nur von lernen. Und ich glaube, wir sollten davon lernen. Also wir stecken bisher x Milliarden im Prinzip an Erhaltungssubventionen. Das heißt, der Staat bezahlt dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wir wissen gleichzeitig, dass es so nicht bleiben kann. Und das macht keinen Sinn. Und stattdessen wäre es eben viel effizienter, für den Staat letztendlich auch viel billiger auf längere Sicht und industriepolitisch 10-mal klüger, dieses Geld nicht in Erhaltungssubventionen zu stecken, sondern in Modernisierung, eben genau in diese Instrumente, die jetzt eben genannt wurden, Reallabore und, ne? Quoten, öffentliche Beschaffung. Also da gibt es so viel, was im Moment diskutiert wird und da sollte das Geld reingesteckt werden. Das ist bestimmt kein Prozess, den man von heute auf morgen umsetzen kann, aber die Richtung sollte klar sein. Und das sollte so schnell wie möglich gehen. Es ist immer schwerer, Subventionen wegzunehmen, als sie wieder oben drauf zu legen. Wenn man sieht, den Streit, den es immer wieder um die verbilligten Steuern auf Diesel gibt, glaube ich, das sind 9 Milliarden oder so, die immer noch
da sind, wenn man die nehmen würde, Frau Borkmann, das müsste Ihnen doch dann auch gefallen. Man nimmt diese 50 Milliarden und tut die dann eher auf innovative Produkte, Prozesse drauf. Ja, natürlich, natürlich. Also private Unternehmen wollen ja auch nicht ewig gefördert werden. Also das ist ja nicht, das ist eigentlich kein zukunftsfestes oder ordentliches Geschäftsmodell. So, sondern, also ich glaube, die Perspektive ist sozusagen, die Märkte sind nicht da für diese Produkte. Die Märkte sind nicht da. Die Märkte werden diesen Switch nicht schaffen. Wir müssen das schnell schaffen. Das muss in den nächsten 10 Jahren passieren. Die Märkte werden es nicht tun. Das heißt, der Staat muss in die Marktgestaltung gehen. Das tut man nicht durch Förderung von Forschung und Entwicklung oder ein paar Reallabore oder der erste 20-40% der erneuerbaren Energien. Das ist der easy bit. Also das ist der einfache Teil. Den nächsten Teil, also die Durchdringung bis zu 100%, die tiefe Dekarbonisierung in allen Sektoren, Stromsektor war der einfache Sektor, die anderen sind viel komplexer, das ist schwierig. Und dafür braucht man gerade diese Investitionsunterstützung durch Geldzuschüsse, Carbon Contracts for Difference, aber auch durch Marktgestaltung, also öffentliche Beschaffung und diese Carbon Leakage Schutz, die viel, also Herr Fischer-Dick hatte es nochmal angesprochen, also nicht nur ein Carbon Border Tax Adjustment oder Carbon Border Adjustment an die Grenze und dann ist die Sache gelöst, sondern man muss die Differenzkosten im Zusammenhang mit Strom und Energie und CO2 in anderen Regionen betrachten und wie werden die künstlich runtergedrückt, um die Märkte aufzustellen. Und dann muss man das kompensieren an die Grenze, auch in Europa. Deswegen braucht man meines Erachtens auch eine viel breitere Differenzkostenentlastung wahrscheinlich für Unternehmen. Also nicht nur CO2, sondern auch Industriestrompreise oder auch andere Energiekosten. Also da soll man viel mehr sozusagen darüber nachdenken, wie kann man diese nachhaltigen Märkte herstellen. Und die werden nicht von alleine, also nochmal, das ist die Sache der Förderung. Was ich meine mit Förderung? Der Punkt ist angekommen. Ich bekomme hier gerade den Hinweis, dass wir doch vielleicht uns einfach ein bisschen zurücklehnen sollten, weil die EU-Kommission, Andrew Watt, schreibt, dass im nächsten Jahr ja tatsächlich einen Vorschlag machen wird für so eine Art CO2-Zoll, also für so ein Border Adjustment, Border Adjustment Tax heißt das richtig. Ne? Langsam lerne ich es auch. Herr Fischer-Dick, Sie wollten noch einmal reagieren auf die Frage. Ja, die EU macht gerade ein Impact Assessment und schaut sich an, wie solche Mechanismen wirken könnten. Also die Entscheidungen sind längst noch nicht gefallen und ich bin mir noch nicht sicher, dass es tatsächlich in die Richtung gehen wird. Mhm. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Nachteilen, die man noch mal durchdenken muss. Insofern warten wir die nächsten Monate mal ab. Was ich eigentlich machen wollte, ganz kurz nur diesen Begriff von Herrn Burger, der Erhaltungssubventionen so ein bisschen zu spiegeln. Also wenn man die nicht mehr hat, wofür ich ja auch bin. Sagen Sie ganz konkret 3, 4, wo Sie jetzt sagen würden, sofort streichen. Ja, oder wir haben sozusagen das Dieselprivileg, ja, wir haben das Dienstwagenprivileg, mhm. Wir haben bei Kerosin natürlich andere Regeln als bei anderen Kraftstoffen und das geht ja munter so weiter. Also das ist Herr Burger viel, viel besser als ich. Auch wenn man mal sagt, man verändert das, dann heißt das ja, muss ich auf der anderen Seite sehr ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, in welche strukturellen Veränderungsprozesse laufen wir denn rein? Und was wir gut können in Deutschland ist, da ein bisschen den Kopf in den Sand zu stecken und darüber nicht zu sprechen. Oder nur sehr, sehr spät darüber zu sprechen, wenn es Strukturveränderungen gibt, wenn man sie schon sieht. Das haben wir im Bereich der Kohle gesehen, das haben wir im Bereich des Shifts von Verbrennungsmotoren zur Elektromobilität gesehen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel ehrlicher und viel, viel transparenter mit uns selber umgehen und viel früher sagen, was sind denn die großen strukturellen Veränderungsprozesse, auf die wir uns jetzt vorbereiten müssen und jetzt auch proaktiv überlegen müssen, wie wir sie flankieren können, inklusive der gerade ja angesprochenen Zulieferer. Industrie, weil die haben nämlich nicht die großen Strategieabteilungen, die sich im Vorfeld Gedanken machen können, was wäre, wenn und wenn es dahin geht, machen wir das und wenn es dahin geht, machen wir das. Das haben die KMUs nicht und schon gar nicht die von einzelnen Komponenten leben. Und für die ist es eben wichtig, dass sie früh wissen, ja, das sind die strukturellen Veränderungen. Die werden kommen, die werden zum Zeitpunkt XY kommen. Manche davon werden disruptiv sein, die werden ganze Märkte komplett verändern, aber das ist der Preis, den wir für diesen Transformationsprozess zahlen müssen, dann ist die Aufgabe eben unter anderem der Politik, eben das transparent zu machen und sich Gedanken zu machen, wie man das proaktiv flankieren kann. Fragen wir doch mal die Frau aus der Politik, Frau Badum, wenn Sie zu Ihren Zulieferern gehen und sagen, naja, Kolbenproduktion, das war's jetzt, das wird Ihnen nicht unbedingt viel mehr Stimmen bringen.
Ja, es ist vielleicht etwas plump, also wir sind ein bisschen anders im Dialog. Also erstmal fällt ja allen auch auf den Gewerkschaftern, dass sich die Autobranche verändert hat. Wir haben im letzten Jahr einen Produktionsrückgang gehabt, schon vor Corona. Die Autos sind auf der Halde, die wurden nicht verkauft. Der Weltmarkt verändert sich, 80% der Investitionen. Ich glaube, im Moment explodieren die Autoverkäufe gerade. Ne? Aber gut, es gibt jetzt auch wieder Prämien und so weiter, aber wir wissen, dass die Autobranche immer wieder auch politische Hilfe braucht, weil sie allein nicht rauskommt. Also strukturell ist es so, dass weltweit weniger Autos gebraucht werden. Also das ist das, was ich aus der Autobranche zumindest höre, dass jetzt viele Autos auf der Halde waren und dass die Investitionen größtenteils in Elektromobilität gehen. Das sieht ja jeder. So, und dann, wenn wir diese Zustände haben, dann müssen wir doch überlegen, wie nutzen wir das am besten für die Region und wie nutzen wir das am besten für die Beschäftigten. Und da wäre meine Frage eben, wie kriegen wir die Zulieferbetriebe überhaupt noch in eine Wertschöpfungskette für ein zukünftiges Elektroauto hinein? Mhm. Weil Tesla ist in Deutschland, das ist super, aber leider sind die deutschen Betriebe da nicht wirklich an derselben Stelle, geschweige denn die kleineren. Und zweiter Punkt, und das ist auch die Transformation, die Sie angesprochen haben, welche anderen Produkte kann ich denn noch herstellen, die möglicherweise nichts mit dem Auto zu tun haben? Also es sind ja Maschinenbaufirmen und da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Das Thema Gesundheitsbranche ist jetzt natürlich wegen Corona aufgekommen. Und welchen Markenkern können wir in der Region entwickeln, jenseits vom Auto, Richtung Mobilität und Richtung Diversifizierung? Also das ist das, worüber ich rede, und vor allem Mitbestimmung der Beschäftigten ist ein Riesenthema, was auch allen am Herzen liegt. Und die Frage ist für uns weniger wirklich, wie geht es jetzt den Autokonzernen oder den Automanagern, sondern wie geht es uns in der Region und den Beschäftigten und den kleinen Unternehmen. Und das ist, diese Perspektive sehe ich von der Bundesregierung einfach nicht. Und das kommt ehrlich gesagt sehr gut an, wenn man sich dann mal überlegt, wie müssten so Förderrichtlinien gestaltet sein. Ich habe Herrn Altmaier jetzt einen Brief geschrieben. Wir brauchen eine Person vor Ort, die die Betriebe berät. Wir wollen Innovationscluster sein. Wir machen eine Studie bei uns jetzt auch. Was sind für die Zulieferer andere Produkte, die sie auch herstellen könnten? Wälzlager in Windkraftwerken ist immer das eine Beispiel, was genannt wird, aber wir brauchen viel anderes. Und dann konkret überlegen, wie es für uns weitergeht, wie wir diese Transformation gestalten. Die findet jeden Tag statt. Und bei der Kohle, die ist ja auch angesprochen worden, findet sie auch jetzt statt. Es fließen 40 Milliarden Euro in die Region. Also auch ein Riesenbatzen Geld. Den könnten wir doch jetzt auch nutzen oder wird hoffentlich genutzt. Ich weiß nicht genau, wie die Pläne der Regionen aussehen, um CO2-freie Technologien voranzubringen. Also deswegen, die Transformation vollzieht sich jeden Tag vor unseren Augen, da gebe ich Ihnen absolut recht. Und es ist nur noch die Frage, ob wir hinterherkommen und die Beschäftigten mitnehmen. Herr Fischstick? Ja, vielleicht nur einen ergänzenden Satz. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir so ein, ich bleibe mal beim englischen Begriff des Matchings machen, zwischen der Kompetenz, die die Zulieferer haben, die ganz, ganz große Kompetenz und den Dingen, die wir in der Zukunft brauchen für neue Produkte und Technologien. Und das zusammenzubringen, das intelligent miteinander zu matchen, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die dann noch positiv wieder in Richtung der vielen kleinen Mittelständler einzieht, weil sie sind fantasiereich, die haben unglaublich viel, was sie einbringen können, auch in die neuen Produktstrukturen, nur sie haben keine Zeit und keine Gelegenheit, sich da systematisch mit auseinanderzusetzen. Und das muss man irgendwie, da muss man sich unterstützen. Ich würde gerne noch mal einen Break machen hier und ein Thema noch ansprechen, was man, glaube ich, bei der Böckler Stiftung nicht ganz vergessen darf, nämlich die Frage, wie ist das denn mit den Arbeitsplätzen und den Leuten, die dann in diesen ganzen wunderbaren neuen Firmen an den neuen Produkten arbeiten. Wir haben heute im Laufe des Nachmittags noch mal das Beispiel gehört, der Kohlejobs, die gut bezahlte Jobs waren, auch gut organisierte. Im Vergleich dazu, die bei der Windindustrie entstanden sind, waren eben genau das nicht oder waren es häufig nicht. Wie sind diese Jobs der Zukunft? Ist das was, Frau Borgnes, wo man mit gutem Gewissen sagen kann, Leute, das wird gut für euch? Naja, hoffentlich wird es irgendwann gut, aber das geht nicht ohne Kämpfe. Also das sind viele dieser neuen Unternehmen, entweder sind sie Startups oder werden von einer Startup-Kultur geprägt, also ganz sehr viel, was wir als Gewerkschaften nennen würde, also Selbstausbeutung geprägt, Selbstausbeutung, also eine Art, ja, wir bieten Yogakurse an, aber wir wollen keinen Betriebsrat, so. Und das ist ja auch niedriger Tarifbindungsgrad, niedrigerer Grad von Mitbestimmung und so weiter. Es ist auch unheimlich mühsam, in diesen Betrieben reinzukommen. Das kann ich sozusagen aus der Praxis, aus der Fläche berichten. Da versucht man die ganze Zeit, sowohl wir als auch die anderen Gewerkschaften, also BCE, IG Metall, auch die Kollegen von Verdi, da reinzukommen. Das ist einfach unheimlich mühsam. Also man kommt nicht ran und es ist schwierig, da gewerkschaftliche Strukturen oder Mitbestimmungsstrukturen aufzubauen. Ich glaube, man könnte da
tatsächlich auch von staatlicher Seite ein bisschen mehr tun. Also zum Beispiel könnte soziale Kriterien und gute Arbeitskriterien ein Kriterium für Mittelvergabe sein. Also wenn man sagt, naja, wir schreiben hier X Milliarden aus, oder wir machen hier eine Ausschreibung zu Windenergieanlagen oder sowas, oder im Rahmen von CCFDs, Carbon Contracts for Difference, dann soll auch tariflich bezahlt werden. Oder wenn internationale Unternehmen dabei sind, chinesische Windradhersteller zum Beispiel, dann soll die ILO Kernarbeitsnormen eingehalten werden. Also man könnte auch von der staatlichen Seite tatsächlich soziale Kriterien mit einfügen in den Kriterienkatalog. Ich bin jetzt etwas erstaunt. ILO Kernarbeitsnormen, die waren ja bei den Handelsverträgen und TTIP mal ein großes Thema, aber da geht es doch um sowas wie Verbot von Kinderarbeit. Da ist doch nichts dabei, was in Deutschland eigentlich noch erlaubt. Nee, das ist natürlich sehr niedrig. Also das ist wirklich der niedrigste Standard. Aber wenn chinesische Windradhersteller hier bei uns anbieten, die sind natürlich sehr billig, häufig sehr effizient, um Windräder zu bauen. Aber wissen wir wirklich, wie die Arbeitsbedingungen da vor Ort, entweder in China oder entlang der Lieferkette, aussehen? Da sind wir schon bei dem sehr konkreten Thema, nämlich der Frage der Nachhaltigkeit der Lieferkette, das ja gerade politisch diskutiert wird. Ne? Ja, aber auch vor allem dieser, sagen wir, der Blick des Staates auf Transformation und Umwelt. Also wenn der Staat Geld in der Hand nimmt, um neue Technologien zu fördern, dann sollten eigentlich auch soziale Kriterien dabei eine Rolle spielen. Wir sehen das auch mit Tesla, der Gigafactory. Da haben ja auch nicht Kriterien wie Tarifbindung und so eine Rolle gespielt. Also da könnte man tatsächlich mehr von staatlicher Seite tun, wenn es um öffentliche Gelder geht. Sebastian Dolin? Ja, da stimme ich völlig zu. Also ich finde auch, dass man auch bei öffentlichen Beschaffungen bestimmte Sozialstandards mit einbeziehen könnte. Ein anderer Punkt, und das wird in der Diskussion häufig vergessen oder unter den Teppich gekehrt, ist, dass gerade diese oder die Mitbestimmung auch ein Argument ist, warum eine Transformation in bestehenden betrieblichen Strukturen einen Vorteil haben kann gegenüber dem Zumachen von Betrieben und dem Neuaufbau. Wir haben bei uns in der Industrie eben diese Tradition, dass wir starken Organisationsgrad haben, starke Mitbestimmung. Jetzt kann man sagen, das ist nur, ja, das finden wir nur gut, weil wir gewerkschaftsnah sind. Das stimmt aber nicht ganz, denn wenn man das schleift, hat man eine Machtverschiebung auf dem Arbeitsmarkt, die auch zu einer Verschiebung der Verhandlungsmacht führt und zu einer Verschiebung am Ende, wie die Wertschöpfung verteilt wird. Also wenn ich auf Dauer einen fairen Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Wertschöpfung haben möchte, dann brauche ich eben einen starken Organisationsgrad. Mhm. Und darum ist eben, ja, ist es so wichtig, auch diesen mittelständischen Unternehmen, auch der Zulieferindustrie, eine Brücke zu bauen in die Zukunft. Das heißt nicht, dass wir auf die Transformation verzichten sollen, weil damit verschieben wir eigentlich nur das Unausweichliche dann. Aber man muss eben diese Strukturen mitdenken. Und innerhalb von Strukturen ist es immer einfacher, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitzunehmen, als über den Wechsel zwischen Unternehmen. Totale Einigkeit, denke ich, in der Runde. Ne? Ich überlege gerade, wie ich hier noch so ein bisschen... Frau Bognes und ich hatten uns schon darüber unterhalten, dass wir einfach diesen Pakt zwischen alten Industrien und erneuerbaren Energien nicht nur bei der Technologie brauchen, sondern auch bei der Mitbestimmung. Das sage ich als jemand, der selbst in der erneuerbaren Energienbranche gearbeitet hat. Wir hatten nicht die Schlagkraft, uns politisch einzusetzen und die Lobbymacht, um die katastrophale Politik der Bundesregierung zu verhindern. Wir brauchen die Gewerkschaften an unserer Seite und... Herzliche Einladung. Also, ich bin jetzt gar nicht mehr in der Branche, aber sozusagen als Ex-Arbeitnehmerin da. Das ist sozusagen das Bündnis der Zukunft. Da wurde auch, wir haben früher über die soziale Akzeptanz gesprochen und das, ich glaube, das würde auch die soziale Akzeptanz unter den Beschäftigten in den etablierten Industrien und Unternehmen erhöhen für dieses ganze Thema Transformation. Wenn man wusste, okay, das ist nicht so, dass jetzt mein Kohlekraftwerk-Arbeitsplatz irgendwie verschwindet und ich muss in der so irgendwie in einem Restaurant plötzlich arbeiten, so, sondern das ist, man kümmert sich darum, dass da neue Industrien entstehen, Industriearbeitsplätze, und dass die auch vom Qualität, vom Bezahlung her einfach vergleichbar sind. Also das wurde auf jeden Fall, haben wir schon gelernt mit der Kohlekommission und Kohlekompromiss, dass das ein Erfolgsrezept ist, was die Akzeptanz angeht. Aber das, glaube ich, braucht man einfach flächendeckend in Deutschland, in allen Regionen und Branchen. Also diese Art Verantwortungsübernahme von Seiten des Staates für die soziale Entwicklung auch und der industrielle Entwicklung und nicht sozusagen einseitig auf einen von den verschiedenen gesellschaftlichen Zielen gucken.
Bei dem Kohlekompromiss muss ich jetzt vielleicht doch noch einmal konkret nachfragen. Der wird ja durchaus unterschiedlich diskutiert. Die ersten vielen großen Kohlekonzerne sind jetzt raus. Jetzt vor 2-3 Tagen ist klar geworden, dass die ersten Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Gleichzeitig gibt es aber ja auch durchaus den Vorwurf, dass wir uns so eine teure Transformation wie bei der Kohle nicht in allen Branchen werden leisten können. Insofern wäre es dann kein gutes Beispiel. Möchte da jemand reagieren? Ich habe tatsächlich Zweifel, ob diese 40 Milliarden, wie wir das übersetzen wollen, zum Beispiel in die Autoindustrie, in der Kohle 10.000 Beschäftigte, in der Autoindustrie über 1 Million Beschäftigte, die natürlich nicht alle Jobs sind gefährdet, also das ist anders als bei der Kohle, die Industrie wird erhalten bleiben auf irgendeine Art und Weise, aber andere europäische Länder schauen auch auf Deutschland und sagen, wir können eigentlich keine Kommission einsetzen mit so einem offenen Budget, weil wir können uns das schlicht und einfach nicht leisten. Von daher, ich glaube, die Gelder an die Region, die sind jetzt fest eingeplant. Das ist so. Wir haben da ja auch zugestimmt. Aber als Modell für alle anderen Branchen finde ich schwierig. Und was natürlich noch offen ist, das sind die Entschädigungen an die Kohleunternehmen. Es wird ja auch noch, oder zumindest die Braunkohleentschädigungen werden noch von der EU-Kommission geprüft. Und die halte ich für sehr fragwürdig und bin der Meinung, dass die Bundesregierung das nochmal überarbeiten sollte. Herr Burger und dann Herr Dolin. Ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall nicht eine Blaupause für andere Formen des sektoralen Strukturwandels. Das ist schlichtweg fiskalisch nicht bezahlbar. Es waren 20.000 Arbeitsplätze noch übrig in der Braunkohle. So viele Milliarden dafür, wenn man das überträgt auf andere Bereiche, dann ist schnell klar, das kann es nicht sein. Ja. Umso dringender, also wir werden wahrscheinlich viel Geld brauchen, um den Strukturwandel zu finanzieren. Umso wichtiger ist es eben auch Geld, was bisher noch in diesen Erhaltungssubventionen steckt, umzuwidmen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, was schon gesagt wurde, diesen Strukturwandel möglichst früh einzuleiten. Je früher er kommt, umso besser ist das Ergebnis für die Unternehmen, für die Beschäftigten und auch für den Staat. Nur ein Beispiel mit der Kohle. Also wir haben ja da eine Belegschaft gehabt, die im Durchschnitt ein sehr hohes Alter hatte. Das heißt, bei rechtzeitiger Inangriffnahme dieses Strukturwandels hätte man im Grunde genommen dieses direkte Beschäftigungsproblem auch sehr gut über natürliche Fluktuationen lösen können. Das heißt, wir müssen da auch schauen, wie ist es auf der Zeitachse? Welche Möglichkeiten stehen uns da zur Verfügung? Je abrupter dieser Strukturwandel dann läuft, umso weniger Optionen haben wir, sozusagen den sozialverträglich zu gestalten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Und was vorhin auch schon anklang, das Thema Beteiligung. Also ich halte sehr viel davon, branchenbezogene Dialoge zu führen. Es gibt nämlich nicht irgendwie so ein Instrumentenset vom Reißbrett, was man dann beliebig anwenden kann auf die Automobilindustrie, auf die Stahlindustrie oder wie auch immer. Ich glaube, das haben wir heute schon gelernt, dass das Ganze durchaus komplex und kompliziert ist. Wenn eine Botschaft rübergekommen ist, dann die. Ja. Sebastian Dolin. Eine kurze Anmerkung zum Kohlekompromiss. Man muss ja fairerweise sagen, dass das Hilfen auch für strukturschwache Regionen sind an der Stelle. Und dass wir jetzt historisch oder zufällig die Kohlearbeitsplätze in Regionen haben, die wo einfach sonst nicht richtig viel ist. Und wenn wir jetzt in der Automobilindustrie, auch wenn ein Teil der Zulieferer das nicht mehr das nicht schafft, ja, und wir davon ausgehen, dass die großen Konzerne, die OEMs, es aber schaffen erfolgreich und die anderen Zulieferer auch, dann sind diese Regionen immer noch keine strukturschwachen Regionen. Das ist, Baden-Württemberg wird auch mit dem Abbau, den wir nicht hoffen, aber wenn es dann einen gewissen Abbau bei den Zulieferern gibt, wird das keine Lausitz, ja, von den Gesamtstrukturen. Und das muss man eben, glaube ich, auch noch mit im Hinterkopf behalten, dass es hier natürlich auch darum geht, ein paar Regionen, die auch politisch abzukippen drohen oder politisch abgekippt sind, die eben zu probieren, die ökonomisch zu stabilisieren. Herr Fischedick und dann Frau Bognes. Das zunächst mal glaube ich, dass es richtig war, diesen Kompromiss auf die Beine zu stellen, weil er ein energiepolitisches Dilemma von 20 oder 30 Jahren versucht hat zu lösen. Wir haben ja sehr, sehr lange intensiv, auch sehr strittig über die Kohlefrage gesprochen. Das hat zumindest geholfen, den Schritt nach vorne gehen zu können, zumindest mal ein Datum zu haben. Es ist natürlich teuer erkauft, überhaupt keine Frage. Und hätte man Anfang 2019, als der Kompromiss hier zustande kam, gewusst, was sich in den 1,5 Jahren danach auf dem Markt schon alles
verändert über höhere CO2-Preise. Jetzt von der Covid-Pandemie gar nicht zu sprechen, hätte man wahrscheinlich auch den Preis deutlich runter, deutlich tiefer angesetzt. Was aus meiner Sicht aber viel, viel wichtiger ist, ist die Frage, was passiert mit dem Geld? Da geht eben in strukturschwache Regionen, da steckt wieder eine große Chance drin, diese Region wirklich zur Transformationsregion zu machen und eigentlich nicht beliebig das Geld auszugeben, zu gucken, dass im Rheinischen Revier beispielsweise eben dann eine transformative Chemie auf die Beine gestellt wird. Und dass man Richtung Circular Economy geht, im Rheinischen Revier, in der Lausitz ganz genauso. Also dass man wirklich guckt, dass man das Geld nutzt, um Zukunftsmärkte zu adressieren und nicht einfach für irgendwie Infrastrukturmaßnahmen, ich überziehe jetzt ein bisschen, einfach für Infrastrukturmaßnahmen rausgibt und nicht die Chance, die in diesen ja doch sehr signifikanten Mengen steckt, jetzt an einem konzentrierten Ort oder an zwei, drei konzentrierten Orten in Deutschland zu nutzen, um wirklich zu zeigen, wie man an der Industriestrukturen aufbauen kann. Frau Bartmes? Ja, also ich denke auch diese 40 Milliarden Euro, das klingt ja recht viel, aber man kann das zum Beispiel im Verhältnis setzen zu der EEG-Umlage, die ich glaube ich in diesem Jahr ist 28 Milliarden Euro, die über den Fiskus umverteilt werden soll. Also das ist schon, und über den letzten 20 Jahren war das wissen Sie viel besser als ich, aber so mal 20, 450 Milliarden Euro oder sowas. Also klar ist 40 Milliarden Euro auch viel Geld, aber ist nicht in diesen Bereichen, wenn es um die Transformation der Energiewirtschaft geht, ist nicht außergewöhnlich. Also kann schon in Verhältnis gesetzt werden mit dem EEG-Förderung. Aber ich glaube auch, das ist wichtig. Wenn ich vielleicht mal dazwischen darf, jetzt wird es ja doch recht polemisch. Wir waren uns doch, wenn ich die Stimmung hier so aufnehme, relativ einig, dass wir eine Finanzierung von Transformationen brauchen. Und das EEG bei all seinen Schwierigkeiten war das doch auch. Das war eine Finanzierung einer neuen Energieform, die wir brauchen. Um das jetzt zu vergleichen und zu sagen, deswegen waren die 40 Milliarden für die Kohleregion nicht so viel, schwierig. Die gehen ja auch in die Transformation, das haben wir ja gerade gehört. Also ein Teil geht an die Kraftwerkbetreiber, Anteile gehen an Beschäftigung, ein Teil auch an Beschäftigten, die in Rente gehen. Aber die Großteil dieser Gelder gehen in Züge, in Gleisen, in Ausbau von ordentlichen Wegen, in Schulinfrastruktur, in hoffentlich in neue Industrieunternehmen. Also da ist man noch nicht so erfolgreich gewesen, beziehungsweise gibt es ein paar gute Beispiele, aber das ist schon ein schwieriges Brocken. Aber es soll ja in die Zukunft gehen, in diese Regionen. Und deswegen ist es ja Zukunftsgelder, die jetzt so über den Fiskus bezahlt wird und deswegen wird es auch debattiert im Vergleich mit der EEG-Umlage, die dann so über den Stromrechnungen verteilt wird und deswegen wird es nicht so debattiert, wie wir das hier machen. Aber ich würde auch das wirklich unterstreichen, dass Industriepolitik, also die Industrie durch diese Transformation zu helfen, minimiert ja die sozialen Kosten, das haben wir schon gehört. Also dadurch werden Leute nicht arbeitslos. Und das sichert auch die Finanzierungsgrundlage für die Transformation, für die Investitionen. Also bricht die Industrie weg, regional oder gesamtwirtschaftlich, dann haben wir viel, viel höhere soziale Kosten langfristig und keine Finanzierungsgrundlage, um die Investitionen zu tätigen. Auch politische Kosten, wenn man mit Blick auf sozusagen AfD und regionale Schwerpunkte in Osten zum Beispiel guckt. Vielleicht noch eine Gegenrede und dann würde ich gerne ganz zum Schluss noch ein anderes Thema ansprechen. Wer möchte? Also wir brauchen ja die Subventionsdebatte nicht nochmal führen, ne? Wie viel Milliarden die fossilen Energien in Deutschland bekommen haben. Atomkraftwerke, man weiß bis heute nicht, wo man den Müll lagert. Kohletagebauer, wir wissen nicht, was wir mit diesen riesigen Löchern machen, die entstanden sind. Und ich bezweifle auch, dass diese Kosten von Unternehmen komplett getragen werden. Also ich denke, wir brauchen nicht über diese Kostenthematik diskutieren. Die Frage war ja, ob es eine Blaupause ist, diese Kohleausstiegseinigung. Und da würde ich eben jedem anderen europäischen Land raten, setzt keine Kommission ein, die kein Kostenlimit hat. Weil da, und man muss so sagen, die Gewerkschaft hat einfach doch sehr gut verhandelt und die Ministerpräsidentin, das muss man einfach so sagen. Und es ist keine Blaupause. Und ein zweiter Punkt, wo wir ein bisschen auf die europäischen Nachbarländer schauen müssen, ist dann auch das Datum, weil wir uns mit diesem Datum 2038 wirklich absolut isolieren. Also es gibt kein Land, was aktuell Kohleausstieg diskutiert in Westeuropa, was so spät aussteigen will. Und da hat sich die Welt seit dem Einsetzen der Kohlekommission doch sehr, sehr stark verändert mit dem neuen EU-Klimaziel, mit dem Thema, wie Kohlestrom sowieso schon unwirtschaftlich wird, wie sich der ETS verändert hat und wie wir natürlich auch sehen, wie die Erneuerbaren dann doch ja jetzt die Hälfte schon tragen der Energie. Und von daher denke ich, dass dieses Datum 2038 aus der Zeit gefallen ist und das wird sich aber sicherlich über den
Emissionshandel dann erledigen, aber wir sollten das in den Regionen mit berücksichtigen und bei den Unternehmen, dass sie davon nicht überrascht werden. Ich würde jetzt gerne ganz zum Schluss, unsere Debatte nähert sich dem Ende, noch was ganz anderes ansprechen, nämlich eine sehr grundsätzliche Frage und wer immer darauf reagieren muss. Einer der Vorwürfe, die ich immer höre, wenn es um solche Runden geht, die ja doch sehr technisch sind, wo sich die Energiewende und die Transformation sehr im Technischen bewegt und wo Sie wahrscheinlich alle sagen würden, naja, es ist am Ende auch eine technische Frage, eine Frage von wie gestaltet man Steuern, wie macht man Vorschriften, die dann darauf antwortet, nee, die sozial-ökologische Transformation ist auch eine gesellschaftspolitische Transformation. Ihr geht da viel zu technokratisch ran. Was würden Sie dazu sagen? Also ich würde sagen, für mich, dass ich versuche, es mit gesellschaftlichen Bündnissen anzugehen. Ich denke, da bin ich auch nicht die Einzige bei den Grünen. Bin eben seit 1-2 Jahren unterwegs, mit Unternehmen, mit Gewerkschaften zu reden, mit der Wirtschaftsförderung, wo man als Grüne in der Autoindustrie jetzt auch immer erstmal nicht nur mit Blumen empfangen wird oder auch viele Grüne sagen, warum gehst du zur Autoindustrie, schau dir doch den Radladen an. So, das ist auch wichtig, aber ich glaube, man muss auch dahin gehen, wo es erstmal vielleicht wehtut im ersten Moment, wo man dann aber sieht, es gibt wahnsinnig viele Bündnispartner. Ich habe eine gemeinsame Erklärung mit Betriebsräten beispielsweise veröffentlicht, zum einen mit der Autogipfel der Bundesregierung, wo wir uns einig waren, eine Prämie für fossile Verbrenner nutzt der Autoindustrie nichts. Also da waren die Betriebsräte und ich waren einer Meinung, wir haben gesagt, es braucht eine viel größere Transformation. Und so gibt es diese Bündnisse, wo man sie nicht vermutet. Und es ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, auf jeden Fall. Ich will mal damit antworten oder mit dem antworten, was ich heute Morgen gemacht habe. Ich habe eine Jury geleitet zu Reallaboren und da ging es genau um diese gesellschaftspolitische Transformation und wie man die Zivilgesellschaft mitnimmt auf dem Transformationsprozess. Und es waren eben nicht die BMWi-Reallabore, die auch wichtig sind, wo es um regulatorisches Lernen geht, um mehr technische Aspekte, sondern es geht wirklich um Reallabore, wo man mit der Zivilgesellschaft gemeinsam Lösungen für die Zukunft entwickelt, ihr Fantasie, Ideenreichtum mitnimmt und gemeinsam dann Lösungen entwickelt. Und das brauchen wir viel, viel mehr. Was war da so zum Beispiel dabei? Na, da ging es um neue Mobilitätsdienstleistungen, da ging es um Sharing-Konzepte natürlich und viele andere Dinge mehr. Da ging es aber auch um Gebäudesanierungsansätze, also eine bunte Palette. Und es ist eben nicht das, wie man es früher mal gedacht hat, einfach man hat eine schöne neue Technologie und versucht dafür Akzeptanz zu bekommen, sondern eher andersrum zu gucken, wie muss denn eine Technologie, wie muss das Umfeld, wie muss eine Dienstleistung, Geschäftswelt aussehen, was dann von unten getrieben wird. Also man geht von den Bedürfnissen der Leute aus und entwickelt dann die Technologie. Genau, was von Ideen der Bedürfnisse der Leute ausgeht und darüber technologische Angebote zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir noch stark lernen müssen. Nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt, damit der Gesamttransformationsprozess erfolgreich ist. Weil die Technologie ist das eine, aber sie muss eingebettet sein in das richtige politische natürlich, regulatorische Umfeld, in das richtige institutionelle Umfeld, aber eben auch in das richtige kulturelle Umfeld. Und da müssen wir, glaube ich, noch einiges lernen. Also ich finde, diese technische Debatte ist natürlich, so ist es in jedem Politikbereich oder Gesellschaftsbereich, ist natürlich sehr viele technische Details, die nicht jede kann. Und das ist, also man braucht die Lernzeit auch als Gesellschaft. Aber gleichzeitig ist es ja auch, also das ist ja auch schön, dass wir weggekommen sind von diesen einfach nur die Zieldebatten. Also die irgendwie ganz großen Ziele, Treibhausgasneutralität bis 2050, ja, ist gut, so, ja. Und jetzt plötzlich kommen wir runter auf Strategien, aber Strategien sind auch recht allgemein. Und dann kommen Programme und dann kommen Pläne und dann kommen Mechanismen. Und dann, klar, ist es schon ein bisschen technisch, aber gleichzeitig, da kann man ja auch konkret werden und da kann man ja auch sich wirklich was vorstellen als Akteur in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft, was es dann bedeutet. Also ich sehe das eher, das ist eine Reife, also ein neuer Reifegrad in der Debatte, dass es jetzt so technisch ist. Gleichzeitig natürlich ist es ein Lernprozess für alle Beteiligten und da stimme ich einfach zu, dass man braucht diese Bündnisse. Ich finde solche Kommissionen, die wie in der Kohlebereich, sollte man mehr von haben, in mehr Sektoren. Aber man braucht einfach den Austausch zwischen unterschiedlichen Akteuren, weil alle lernen davon und wir müssen auch schnell lernen. Ja, das würde ich eigentlich unterstreichen. Also es sitzt Wissen praktisch überall, bei den Beschäftigten, bei den Unternehmen, beim Staat. Und irgendwie fehlt es oft daran, dass man dieses Wissen zusammenbringt. Dann macht der Staat irgendeine Regulierung. Der Bürger sagt sich,
passt nicht so richtig in meinen Alltag, verstehe ich nicht. Oder das Unternehmen genauso. Ne? Also wir sollten verhindern, in Zukunft solche Prozesse loszustoßen, die eigentlich nicht vermittelt sind mit den Betroffenen, sondern dass man auch diejenigen, die dann nachher eben betroffen sind, dass man denen auch ein gewisses Mitspracherecht gibt, dass man die beteiligt, dass man versucht, möglichst viel Expertise von allen möglichen Ecken zu holen, weil ich glaube, dann kommt man zur besten Lösung. Ich fand immer das Beispiel ganz schön, was mir mal ein Landschaftsgestalter gesagt hat. Ich weiß nicht, in welchem Land. Ich glaube, kann sein, dass es die USA war. Der sagte, wenn wir ein neues Viertel anlegen und dann es um die Frage geht, wo legen wir die Wege lang, dann lassen wir das erst einfach mal offen und gucken, wo die Leute den Trampelpfad machen. Und dann pflastern wir den Weg da. Das fand ich eine sehr schöne Verdeutlichung von dem, was Sie gerade erzählt haben, Herr Fischedick. Unsere Debatte nähert sich nun wirklich ganz massiv dem Ende. Ich möchte mich jetzt schon mal an dieser Stelle bedanken für Ihre Geduld, Ihr Ausharren, die Co-Moderation, die mir sehr geholfen hat, und würde gerne das letzte Wort an den Sebastian Dulin geben, der quasi den Cliffhanger zu den nächsten Folgen des IMK machen wird. Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank zunächst an alle Rednerinnen und Redner, die heute hier hingekommen sind, um im Umweltforum unter Corona-Beschränkungen ein etwas anderes IMK-Forum hier zu machen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, alle, die hier hingekommen sind, auch. Und vor allem auch an Petra Pinzler für die ganz tolle Moderation, denn das ist nochmal extra schwierig, sowas ohne Publikum zu machen. Und natürlich auch an Sie alle zu Hause am mobilen Endgerät oder am Computer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier einzuschalten, trotz wahrscheinlich der tageweise Zoom-Konferenzen, die Sie sonst schon die ganze Zeit über sich ergehen lassen müssen. Wir haben eben gesehen, die Zugriffszahlen waren ziemlich gut. Wir hatten doppelt so viel Zugriffszahlen zeitweise, als wir normalerweise vor Ort haben bei diesem Forum. Nichtsdestotrotz planen wir im nächsten Jahr, das Forum wieder vor Ort zu machen. Und zwar, wir planen jetzt für Ende August. Wir hoffen, dass bis dahin entweder das Infektionsgeschehen so weit zurückgedrängt ist oder aber dann auch der Impfstoff so weit ist, dass man das wieder tatsächlich machen kann. Und ich würde Sie dazu gerne alle einladen. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass das hier aufgezeichnet worden ist. Das heißt, Sie können es auch teilen mit Bekannten, Freunden, Kollegen, Kolleginnen. Und auch die Folien werden online gestellt. So, und bevor ich jetzt gleich schließe und mich für heute Abend verabschiede, noch ein Hinweis auch zum Thema der sozialökologischen Transformation. Im Januar erscheinen die neuen wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Das ist eine Publikation, die wir am IMK jedes Jahr machen, wo wir aufschreiben, was im nächsten Jahr wichtig wird. Und dieses Jahr wird es wieder darum gehen, wie in dem Sinne, wir haben das vorher gehört, Build Back Better, wie man quasi die Post-Corona-Zeit mit transformativen Elementen verknüpfen kann und eben im Sinne der Verknüpfung der ökologischen Komponente mit einer makroökonomischen Komponente. Und bis dahin erstmal alles Gute, einen schönen Abend, frohe Adventszeit und einen guten Rutsch. Dankeschön.